Aber tja, vielleicht müsste sich heute damit gar nicht so sehr beschäftigen, denn wer soll sein Abnehmer sein? Pedro Calles, der Coach des Jahres, mit Max Di Leo, TJ Bray, Austin Hollins, Robin Christen und Philipp Herkenhoff in der Startformation. Und von der Bank ist dann wirklich nicht mehr viel. Da sind noch im Prinzip Jan und Kahn, und der nächste ist dann schon der 17-jährige Franz Loth. Rose Bamberg mit den Super Backcourt Cesis und Rice, zwei, die die Euroleague schon gewonnen haben. Bryce Taylor auf der 3, Luis Olindi und Cliff Alexander beginnen auf den großen Positionen. Die Schiedsrichter in der Mitte der. Die Rückrundpartie hier gewann dann Bamberg dann eines überragenden Tyrese Rice. Den Sprungball, den haben die Zuschauer von Sport 1 ganz knapp verpasst. Es gibt den ersten Ballbesitz für Rasta Fechter. Herzlich willkommen. Und Fechter in den orangen Trikots von links nach rechts mit dem ersten Ballbesitz. Heute im Prinzip ohne die komplette große Garde. Ohne Chapman, ohne Nash, ohne Hinrichs und auch noch kurzfristig ohne Kessens. Und dann hat mir mein Kollege Arne Malsch noch zugesteckt, dass wohl Max Di Leo während des Aufwärmens auch mal rausgegangen ist und sich wohl übergeben musste. Also das sind schwere Voraussetzungen für Rasta Fechter. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Die Wurfuhr steht auf 9 Sekunden, die Spieluhr auf 9,56. Das heißt, da sind erstmal nur 4 Sekunden verstrichen. Aber das ist so in Ordnung, weil es nämlich nur 14 Sekunden gibt, weil nämlich nach dem Sprungball ein Einwurf im Vorfeld da war. Trotzdem hat er eine Differenz von einer Sekunde vorgelegt. Jetzt Bamberg mit Olindi auf Alexander und klar, da wollen sie hin, die ersten Zähler. Die Leo gegen Bamberg, gegen Rice. Das ist eher ein interessantes Duell, wenn die Bamberger einen Ball besitzen. Christen. Guter Rebound von Di Leo. Der ist ja einer, der immer kämpft, immer vollen Einsatz zeigt. Gray. Der muss heute ein Wahnsinnsspiel abliefern. Zweiter gewesen bei der Wahl zum MVP der Liga hinter Will Cummings von Oldenburg. Er und Hollins, die müssen heute das Scoring ja fast schon im Alleingang schultern. Vielleicht noch ein bisschen Herkenhoff dazu. Luis Olindi mit dem Dreier. Er und waren nur zwei. Er und Philipp Herkenhoff, ja beide für den NBA-Draft angemeldet. Ob sie dann drin bleiben werden, das ist eine andere Kiste. Cesis. Bamberg mit viel Tempo hier in der Anfangsphase. Vielleicht hat der ein oder andere mehr Halbfeld erwartet. Gray. Alle Punkte bei Rasta Fechter durch TJ Gray. Und da ist Max Di Leo da. Aber der pumpt ja jetzt schon. Also jetzt kommt er hinten ins Bild. Also wenn er sich wirklich übergeben hat, hat er auch mit dem Schnelligkeitsvorteil gegen Alexander. Fechter macht genau das, was diese Mannschaft gegen Bamberg tun muss. Aggressiv verteidigen und im Angriff wie hier Herkenhoff mit dem Beweglichkeit, mit dem Schnelligkeitsvorteil Spieler wie Cliff Alexander attackieren. Und es ist interessant, Federico Perego reagiert ganz schnell, nimmt Alexander raus und bringt erstmals Elias Harris.
guter Start für Rastler. Und schau einer an. Rastler-Fechter mit ein paar Spießen in der Verteidigung. Sah erst aus, als ob sie Zone spielen wollten, dann haben sie die Leute aufgenommen. Zieses mit dem Drive. Great. Gute Ballbewegung Hollins. Zu kurz, aber der setzt nach. Da hat Bryce Taylor nicht aufgepasst. Der Aufmerksamkeitslevel ist hoch. Und schauen Sie mal auf Max Leo. Der liegt schon am Boden. Das waren nochmal die Punkte von Nikos Zizis. Einwurf für die Gastgeber. Collins, der zögert nicht lange. Und sein zweiter Dreier passt. Austin Hollins. Immer gut von außen dabei und gesehen, die letzten drei Spiele hat er ganz, ganz stark gescored. Zizis mit dem Korb. Great. Im Duell mit Zizis zwei große Guards. Und Herkoff nimmt jetzt Zizis zum Korb und das macht er klasse. Starke Aktion vom 19-Jährigen, der heute auch ganz, ganz viel an Verantwortung übernehmen muss. Und dessen scheint er sich bewusst zu sein. Harris mit dem Punkt. Also hier geht es rauf und runter in der Anfangsphase. Missverständnis, Gray und Herkoff. Nächster Wechsel bei Bamberg, Ricky Hickman, der komplettiert das Trio der Euroleague-Sieger bei Bamberg für Nikos Zizis. Fechter natürlich über das ganze Feld. Und vielleicht fühlt sich die Leo wirklich nicht so gut, denn Hollins gegen Rice ist nicht unbedingt das Matchup, was man erwartet hat, zumal Hollins ja auch offensiv stark produzieren muss. Rebound, Max Delio. Herkoff überlegt mit dem Dreier nicht. Fechter, die Mannschaft mit den meisten Dreierversuchen in der Easy Credit BBL. Ziemlich genau 30 pro Partie. Und Bamberg ein bisschen zu sehr mit Tunnelblick unterwegs. Gute Täuschung von Christen. Und das Foul von Olindi. Also Fechter startet. Robin Christen. Zwei Freiwürfe jetzt für den Combo Forward in seiner ersten Saison in der Easy Credit BBL. Ein Typ, der über Arbeit, über Einstellung kommt und der jetzt mit seiner Mannschaft aufgrund der Entscheidung unsportliches Foul den Ball zurückerhält. Josh Young, gerade erst eingewechselt für die Leo, nein, nicht für die Leo, Entschuldigung, für Herkenhoff. Jetzt spielen sie ganz klein. Schau mal einer an. Jetzt ist Christen die 5, Hollins die 4 und dazu 3 Guards. Und das werden wir in dieser Serie häufiger sehen. Und dann ist einfach die Frage, was setzt sich durch? Diese Schnelligkeit von Rastler-Fechter. Oder eben
die körperlichen Vorteile unter dem Korb von Große Bamberg. Aber es war erstmal nur ein ganz kurzes Intermezzo. Die Leo geht raus, Herkenhoff zurück. Elias Harris vergibt den ersten, macht den zweiten. Aber Bamberg hat es in dieser Anfangsphase nicht verstanden, hier sein Spiel zu etablieren. Fechter kommt mit der Leidenschaft, der Intensität heraus, die man die ganze Saison über gesehen hat. Und je länger sie hier die Führung verteidigen, desto selbstbewusster werden sie weiterspielen. Collins! Auszeit! Bamberg, Auszeit für Federico Perego! Daran. Petro Kallis selbst hat ja gesagt, wir müssen unser Spiel spielen, nicht drüber nachdenken, wie können wir hier irgendetwas kompensieren, und am Ende wird sich dann die Frage stellen, reichen die Körner in der zweiten Halbzeit? Hickman. Ballverlust Bamberg. Ricky Hickman, er wird wohl ziemlich sicher nächste Saison nicht mehr in der Domstadt aufschlagen. Sein Vertrag läuft aus. Genauso ist es bei Rice und bei Zizis. Ansonsten, bis auf Daniel Schmidt, alle Spieler bei Bamberg weiter gebunden. Herkenhoff. Leichte Punkte, Ricky Hickman auf Elias Harris. Great. Bamberg nach der Auszeit bestrebt, Fechter so ein bisschen abzukühlen, so ein bisschen diese Mannschaft zu verlangsamen, und Tyrese Rice mit seinem Dreier, und das ist für Petro Kallis das Signal, sofort seinerseits die Auszeit zu ziehen, denn er weiß, wenn Rice, Michael Körner, diesmal zu Gast, Konrad Bisocki, der in seiner letzten Saison mit Greizhand tatsächlich den Klassenerhalt geschafft hat, und den Chefredakteur Kai Zimmermann. Den Podcast gibt es für alle gängigen Apps via soundcloud.com, Abteilung Basketball, und auch direkt in der Spotify-App. Schauen Sie einfach nach Abteilung Basketball. Also jetzt zurück zum Spiel, und er legt Collins ganz hoch ab. Der einhändige Kellner serviert den Sekt hier in Fechter, in einer Region, wo man doch eigentlich eher das handelsübliche Pilz bevorzugt. Klasse. Collins schon mit 8 Punkten. Sein Vater Lionel, ein ehemaliger NBA-Spieler, auch ein ehemaliger NBA-Head Coach, der Junior, letzte Saison in Gießen, und jetzt hier in Fechter, da startet er so richtig durch. Rubin. Hickman für 3. Ja, passt. Gute Dreierquote von Ricky Hickman in dieser Saison. Wieder Hollis. Great. Tyrese Rice verteidigt jetzt gegen TJ Bray. Also das Fechter im Duell der beiden Linkshänder und Ideengeber. Ihren Spieler oder seinen Spieler nicht in den Post nimmt, das überrascht ein bisschen, und Herlins ist sowas von heiß. 12 Punkte für ihn. Wahnsinn. Der wird weiter werben, das steht mal außer Frage. 3 Dreier schon von ihm.
Ballverlust Tyrese Rice. Austin Hollins 3 von 4 Dreiern getroffen. Und 25 Punkte, da noch 2 Minuten zu spielen sind in diesem ersten Viertel, die können Federico Perego nicht gefallen. Bamberg switcht intelligent hier gegen dieses Play. Ray geht erst unter den Korb, da übernimmt ihn Rubik, wenn er wieder rauskommt, ist Rice an ihm zurück. Hickman. Zuschauer monierender Fuß, ist aber alles in Ordnung gewesen. Stucky. Erkenhoff ist von Rice verteidigt. Und das ist riskant. Gegen den kleinen Mann mit Bodenpass. Das ist genau die Chance, wo er das Anspiel stehlen kann. Aber es funktioniert. Und das ist Schrittfehler. Es ist hier der Rhythmus von Rastafechter. Und Bamberg lässt sich so ein bisschen anstecken. Versucht, das Fechter-Spiel mitzugehen. Und das funktioniert nicht. Ja. Uhr zickt herunter, sind jetzt noch 6 Sekunden. Gegen Rubik, jetzt muss was passieren, er muss den Ball nach innen bringen. Zu ihm hier, zu Herkenhoff. Da hat Young zu lange, ich sag's jetzt mal, wie es ist, gedaddelt. Da muss er den Ball unter den Korb bringen, wo das Mismatch ist. Aber das war nicht wirklich das, was man sehen wollte. Offensiv-Foul gegen Hickman. Aber das würde ich gerne nochmal sehen. Das würde ich gerne nochmal sehen. Max DiLeo hat natürlich diese Kettenhund-Mentalität. Der ist immer aggressiv, der beißt immer. Aber ob hier Hickman wirklich ein Offensivfoul begangen hat, er schaut selbst ein bisschen ungläubig, aber es ist Ballbesitz für Rastafechter. Das war die Szene davor mit der Shotclock-Violation. Ja. Und jetzt ist es wieder Ballbesitz Bamberg und mal schauen, ob sie das jetzt hinbekommen mit dem Einwurf. Ja, Fechter nimmt nicht ganz so aggressiv auf. Foul. Josh Young sein zweites. Und er ist der einzige Spieler von Rastafechter, der überhaupt einen Foul begangen hat. Bamberg hat die Teamfoulgrenze hingegen schon überschritten. Rice. Und nochmal die Chance. Gray, kann er den retten? Nein, Fechter. So ein bisschen jetzt dabei zu overpacen. Aber auf der anderen Seite, das ist das, was sie bislang stark gemacht hat. Und Pedro Calles wird diese Fehler in Kauf nehmen, wenn die Mannschaft das macht, was er einfordert, nämlich ihren Stil zu spielen. Rubin. Erstes Foul Herkenhoff. Fechter kann noch ein Foul geben in diesen 2,1 Sekunden, ohne dass Bamberg an die Linie ging. Rubik, der ist schwer. 27:19. Fechter unter Volldampf im ersten Viertel. Hochinteressant. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Yeah, thank you very much. Erster Ballbesitz.
Und Zies ist auf der Linie, ich wollte schon sagen, erster Ballbesitz für Bamberg im zweiten Viertel und dann fast schon wieder der Turnover. Fechter macht hier wieder mächtig Druck in dieser Partie. Hickmann, schwerer Wurf, aber er trifft ihn. Gutes Spiel von Ricky Hickmann bislang. Gray, er muss kreieren. Carter, jetzt im Post-up gegen Zizis. Das ist ein bisschen wild, was sie hier machen. Wir haben jetzt wieder diese ganz kleine Formation mit vier Außenspielern und Robin Christen als Center. Fünf Sekunden noch. Carter, der ist lang. Ball soll zu Rubin. Gray sammelt den Rebound an. Fechter schafft es bislang gut, Bamberg davon abzuhalten, den Ball nach innen zu passen. Er ist das größte Problem für den neunmaligen deutschen Meister, Austin Hollins. Great. Immer wieder geht der Ball in seine Hände. Und der Block von Herrn. Auch das ist ein Spiel aus dem Pick and Roll heraus. Die Leo passt. Next Leo. Hier auf Alexander und der Block von Hollins. Das Wahnsinn, wie der hochgeht. Das ist eine unfassbare Athletik und ich bin mir nicht sicher, ob das mit Foul war. Was für eine Aktion. Wir schauen nochmal hin. Da ist der Ball. Also ich sag mal ganz ehrlich, liebe Schiedsrichter, das Ding könnten wir laufen lassen. Austin Hollins ist ja nicht nur ein Ballwieb, ein Dreierschütze, sondern eben auch einer, der als Guard den Ring beschützen kann. Chris Carter im Moment nominell auf der Position 4 bei Rastafisch. Aber das muss ich eigentlich immer wiederholen. Und zudem fällt mir gar nichts mehr ein. Mein Gott, ist Austin Hollins heiß. Sein vierter erfolgreicher Drei-Punkte-Wurf. Dazu davor diese Wahnsinnsszene in der Verteidigung gegen Alexander. Zizis. Berghoff hat ihn. Zweistellige Führung. Der war ein bisschen ambitioniert, dieser Pass von TJ Bray, da hätte er eigentlich auf Hollins schauen müssen. Der stand nämlich links frei und da hätte er vielleicht so wie hier den nächsten Dreier eingetütet. Die Leo macht einfach richtig Spaß, Rastafecht da heute auch wieder zuzuschauen. Sechs erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe schon. Vier vom überragenden Spieler dieser Partie von Austin Hollins. Bamberg im Vergleich dazu 2 von 7 von außen. 12-6 Rebounds für Fechter. Also die arbeiten in all den Bereichen, in denen sie müssen. Ballverlust. 5 Sekunden. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Bamberg
hat im Hinrundenspiel gegen Vechta extrem schlecht ausgesehen. Aber man dachte hier beim Spiel in Vechta, sie haben so ein bisschen die Lehren ziehen können. Aber heute ist es wieder Vechta Dominanz und das ohne die Leistungsträger auf den großen Positionen. Nächster Dreier. Robin Christen, Auszeit, Rose Bamberg und hier im Rastadom, da kocht die Stimmung das erste Mal so richtig über. Der Ball sollte eigentlich nach innen. Rubit aktuell 0 Punkte, Alexander 3 und er hier, der steht schon bei 15 aus dem Platz. Das ist heute ein wichtiges Spiel. Auch für Federico Perego. Zumindest diese Serie wird wichtig für ihn. Sein Vertrag ist noch nicht verlängert. Es gibt ja die Gerüchte, dass mit Leo de Rücke möglicherweise auch der Coach aus Antwerpen, Roel Meurs, kommen soll. Oh, klasse Anspiel, die Leo. Jetzt ist aber hier Showtime. Robin Christen. Und ich denke mal, wenn Bamberg diese Serie verliert, dann wird Perego gehen müssen. Nächster Ball von das Heckmann. Viel zu durchsichtig. Hat den Ball oben, will ihn oben passen. Keine Täuschung, nichts. Dafür gäbe es in der U12 einen Rüffel vom Trainer. Und das ist ein Traumpass. Vechta aktuell nicht nur mit 5 Assists mehr, sondern auch mit einem 8-0 Lauf. Christen, auch er macht heute bislang einen super Job in dieser schwierigen Situation. Seine Eltern sind extra zu diesem Spiel aus Hessen angereist. Hollins. Der geht daneben, aber der sah auch wieder gut aus. Und klar, er wird diese Würfe weiternehmen müssen. Bryce Taylor. Den darf man nicht stehen lassen. Exzellenter Distanzwerfer. Der Small Forward von Rose Bamberg. Gray gegen Schmidt. Ja, TJ Gray darf nicht übertreiben, aber wieder ein Steal. Christen holt den Ball zurück. Sie sind tapfer. Sie sind physischer. Bamberg tritt hier nicht auf, als ob die Mannschaft das Löwenherz mitgebracht hätte, sondern eher das Hasenherz. Sie ist wichtig, dass er jetzt als der routinierteste Spieler Akzente setzt, die anderen so ein bisschen mitreißt, sich als Lokomotive vor den Zug stellt. Hollins, Herkenhoff. Wahnsinns-Rebound von Hollins. Aber da muss er ein bisschen mehr draus machen. Taylor Harris. Fastbreak-Punkte. Bamberg. Kaius reagiert mit der Auszeit. Die ist wichtig, nicht nur um den Bamberger Lauf zu stoppen, sondern er muss seine Auszeiten auch nehmen, um seine 14 Assists schon für Rasta Vechta. Je 5 von Ilio und von Bray. Bamberg steht da deutlich schwächer aufgestellt im Moment mit 9. Ja. Bis nach 7 Sekunden. Aber der ist sehr schwer. Der ist zu schwer. Das ist auch keine gute Entscheidung, die Robin Christen da trifft. Harris, wenn er da ist auf der Center-Position, dann hat Bamberg Chancen, weil Vechta noch nicht organisiert ist. Harris sprintet das Feld, bekommt frühe Post-up und das ist das, was
weiterhin. Im Halbfeld ist es deutlich schwerer, weil dann kann Fechter seine Double Teams vorbereiten, organisieren. Ja. 10. Da war Fechter in der Bredouille. Bamberg mit der zweiten guten Verteidigungssequenz nacheinander. Nach der Auszeit und dann das Foul gegen Nikos Zizis. Korb zählt und Bonus-Freiwurf für Josh Lang. Rice gegen Hollins. Also das ist ein Duell, auf das sich, glaube ich, jeder Basketballfan in Deutschland freut. Taylor. Der fällt. Bryce Taylor mit seinem zweiten Dreier. Bamberg stabilisiert sich so ein bisschen hier in dieser Endphase der ersten Halbzeit. Das gilt für die Offensive, aber auch für die Defensive. Guter Rebound, Herr Hartenhoff. Da, wo die Bamberger eigentlich die Überlegenheit haben sollten, da gräbt ihnen Fechter das Wasser ab. Einfach aufgrund des großen Einsatzes. Nochmal Young und jetzt hin wieder. Klasse Crossover. Also da hat er sich Luis Olivi aber ganz schön zurechtgestellt. Mein 12-jähriger Sohn würde jetzt sagen, Papa, er hat ihn geenkelt. Starke Momente von Josh Young. Chris probiert mal wieder ein frühes Double Team. Taylor passt der nächste Dreier, aber da darf Young nicht über den Block drüber gehen. Da musst du bei Taylor hinterher gehen, sonst gibt es den Wurf. Hollins hat das grüne Licht. Ich glaube, der kann vom Parkplatz werfen und Pedro Calles hat da kein Problem mit. Gutes Ballmovement mit Bamberg. Der Rückstand ist wieder einstellig für den deutschen Pokalsieger. Oh, Herkenhoff gegen Tyrese Rice. Sind das jetzt die ersten Momente, wo Müdigkeit spürbar wird? Wir gehen in die Schlussminute. Ich glaube, die Halbzeitpause wird Rasta Fechter gut tun. Hier ist jede Menge Energie schon gelassen worden in diesen ersten 20 Minuten. Leichte Punkte für Tyrese Rice. Er wollte es Young wieder probieren und jetzt ist Fechter unkonzentriert. Nächster Ballverlust. Sie waren zweistellig vorne und Bamberg jetzt auf gutem Wege, das noch deutlich zu reduzieren bis zur Pause. Josh Young, sein zweiter Turnover in Folge, da sehen wir 16 Punkte, waren sie schon mal vorne, die Rastaner. Und das ist jetzt ihre schwächste Phase bislang in dieser Partie. Konzentration und Kraft. Nicht mehr da jetzt. Und was macht eine Mannschaft, die Probleme hat? Richtig, sie zieht Fouls und versucht an die Linie zu kommen. So wie das hier Hollins getan hat. War der siebtbeste Scorer in der Hauptrunde der BBL mit knapp über 16 Zählern. Bester Ballbeat gemeinsam mit Javonte Green von Ratio Farm Ulm. Eine super Saison. Die
ihrem letzten Heimspiel gegen Gießen, gegen seinen Ex-Club, hat er 7 Ballgewinne verbucht. Und hier macht er diesen wichtigen Zähler. Bamberg kann nicht ganz ausspielen. Rice ist das zu früh. Rice gegen Hollins. Guter Pass auf Ziesig, aber der ist zu kurz. Berghoff hat ihn. Hollins, es ist noch genug Zeit. Die Leo. Und Kater macht ihn und er zählt noch. Der war noch in der Zeit für Rasta Fechter. Ganz wichtig. Am Schluss die Freiwürfe von Hollins. Und jetzt zu Hause in der Brose Arena gegen Alba Berlin. Ilio. Hollins, der hat keine Sekunde gesessen in der ersten Halbzeit. Komplett die 20 Minuten auf dem Parkett verbracht. Und was, oh, wenn der jetzt auch noch gefallen wäre. Was für eine Aktion mit der linken Hand. Bamberg startet mit Rubit, Taylor, Harris in dieser zweiten Halbzeit. Also, Rice ist mit dabei mit Zizis im Backcourt und auf den großen Positionen. Da waren es ja zu Beginn Olindi und Alexander. Da hat also Perrigo jetzt umgestellt. Hollins. Also Elias Harris, der hat doch das Meer an Größe. Das muss er auch nutzen. So heiß wie Hollins ist, kein Wurf geben. Ihn zwingen zum Korb zu ziehen. Rein in die Hilfe. Wie auch immer, was auch immer. Zweites Foul gegen Philipp Herkenhoff. Den brauchen sie. Aber 2 Fouls ist jetzt noch kein Alarmsignal. Aber sie attackieren ihn wieder. Gehen zurück zu Elias Harris. Rice, klasse Durchstecker. Great. Max Di Leo. Der Protagonist dieser Führung. Zusammen mit Austin Hollins. Weiß verlegt. Aber der scheint jetzt so in dem Modus herauszukommen. Ich übernehme das Ding jetzt mal. Nochmal die Leo. Max, die Leo. Was ist denn mit dem los? Der ist bekannt als Verteidiger. Aber er macht heute auch offensiv einen super Job. Und Bamberg mit dem nächsten Fehler. Hollins für 3. Robin Christen mit dem Foul. Die Belastung der Starter ist immens bei Fechter. Damit hat niemand gerechnet, dass Fechter so rauskommt. Weiter geht's mit den Playoffs schon übermorgen. Spiel 2. Ulm gegen Berlin ab 18.45 Uhr und dann die zweite Begegnung ab 20.15 Uhr in der Serie Bonn gegen Oldenburg. So, Fechter nach der Auszeit wieder mal kurzzeitig mit Zonenverteidigung. Bamberg bekommt den Ball da, glaube ich, leichter nach innen als gegen die Manndeckung, weil einfach deutlich weniger Druck am Ball ist, der das Anspiel erschwert. Bray mit dem Dreier. Als Vorbereiter war er schon da, als Scorer in der ersten Halbzeit für seine Verhältnisse eher durchwachsen. Jetzt steht er bei 8 Punkten. 8 Assists, riecht nach einem Double-Double. 12 Punkte Fechter in dieser zweiten Halbzeit. 4 erfolgreiche 3-Punkte-Würfe. Einmal Hollins, zweimal Di Leo, einmal Bray. Und jetzt kommt sie ins Laufen. Carter. Di Leo noch ein Dreier. Ah. Ray sagt, ich mach das. Was ist denn hier los? 5 Dreier in Serie Rasta Fechter. Und der Dom bebt.
Und so wieder so wankt Rose Bamberg. Punkte war die höchste Führung von Rasterfechter in der ersten Halbzeit. Jetzt sind es wieder 16 Zähler. Und man muss sich fragen, was kann Bamberg denn hier jetzt unternehmen, außer darauf zu hoffen, dass Rasterfechter die Puste auskriegt. Heiß. Mit Abstand effizientester Bamberger am Brett. Immer wieder, wenn er tiefe Position bekommt, funktioniert das Anspiel, er hält die Leute einfach gut auf dem Rücken und vor allem Rice ist dann immer wieder der Passgeber. Christen. Und Hollins mit dem Tipp dann. Austin Hollins, 22 Punkte. Der Mann dieses Spiels noch vor Max Leo und auch der macht eine Riesenpartie. Fechter mit 8 Offensiv-Rebounds. Bamberg ohne einen einzigen. Auch das spricht Bände über Einsatz und Willen. Er hat dieser Mannschaft seinen Charakter eingegeben, Pedro Calle. Seine Philosophie, ich sag's mal ganz plakativ, ist, die Dinge entwickeln sich am besten für denjenigen, der das Beste daraus macht, wie sich die Dinge entwickeln. So geht er jetzt auch mit diesen Verletzungen um. Offensiv von Rubin. Immer noch 0 Punkte für Augustin Rubin. Und er ist in dieser Spielzeit nach Tyrese Rice der beste Scorer. Mit 14,5 Zählern pro Partie und ganz starken Quoten. Und Max Di Leo, den können Sie nach dem Spiel direkt im Sauerstoffzelt platzieren. Bamberg im Moment mit 11 Ballverlusten. Genauso viel Rasterfechter, aber Bamberg ist die Mannschaft, die am zweitbesten auf den Ball aufpasst. Aber die Ballverluste sind gar nicht so sehr das Thema heute. Sie sind ein Thema. Aber das Rebounding ist es noch mehr und die Unfähigkeit, Fechters Schützen zu kontrollieren. Great. Hakenhoff. Ray muss da manchmal ein bisschen selektiver sein mit seinen Pässen in Transition. Und das sind die mitgereisten Bamberger Fans. Sie haben bislang wenig Grund zur Freude. Und da habe ich gerade gesagt, Ballverluste sind nicht das Thema. Da unterläuft Rose Bamberg der Nächste. Josh Young in der ersten Halbzeit starke Drives zum Korb, aber auch mit der ein oder anderen Unachtsamkeit. Great. Bingo. Ich habe die anderen Playoff-Spiele alle verfolgt, aber das hier, das ist die Krönung, was Fechter hier abliefert. Ohne 4 Big Men plus 17 gegen Bamberg. Eine unfassbare Stimmung. Und es ist ein Dreierfestival. Ich glaube, das war jetzt der 6. in diesem Viertel. Rubit, immer noch ohne Punkte. Hickman, der hat den Ball gut geworfen vor der Pause.
Es bleibt Ballbesitz Bamberg. Beide Mannschaften sind ja nicht unbedingt in Topform hier in diese Playoffs gekommen. Bamberg hat nur 4 der letzten 11 BBL-Spiele gewonnen. Auch Fechter hat zum Schluss das ein oder andere, aber zugegebenermaßen kleinere Problem. Tyus Rice, 12 Punkte für ihn, sein zweites Foul, 15 für Elias Harris, ansonsten kommt wenig bei Bamberg. Ja, jetzt helfen sie gut gegen Hollins, jetzt zwingen sie ihn um die Blocks herum zu curlen und schicken dann eine Hilfe. Belohnt ist der Ballgewinn. Und irgendwie hat heute Josh Young mit den Fingern vor dieser Partie mal durch die Butter gestrichen und das Feld nicht mehr abgewischt. Also das sind so ein paar Ballverluste, die wehtun. Bamberg mit so einem kleinen Zwischenlauf. Ich will nicht sagen, sie neutralisieren sich, aber auf ähnlichem Niveau, aber Fechter eben. Und das ist die große Überraschung, mit dieser dezimierten Formation in der Lage, mehr Hilfe von anderen Positionen zu beziehen als große Bamberg. Hollins. Christen macht ein super Spiel. Robin Christen hat heute, glaube ich, bislang 1 Minute 14 in dieser Partie auf der Bank verbracht. Und ansonsten spielt er im Schnitt gerade mal 14,5 Minuten. Rice. Auf Harris. Die beiden besten Bamberger wieder im Zusammenspiel. 17 Punkte vor waren es für Raster Fechter. Jetzt ist der Rückstand von Brose Bamberg wieder im einstelligen Bereich. Dank eines 8:0-Laufs. Young. Starker Rebound Herkenhoff. Und er zieht das Foul. Der 19-Jährige wirft sich da wirklich in jeder Situation mit allem, was er hat, rein gegen diese vermeintliche Bamberger Übermacht. Und belohnt sich mit 2 Freiwürfen. Am 10. Juni muss er entscheiden, ob er seinen Namen drin behält für den NBA-Draft. Auch für ihn könnte es heute ein Double-Double werden. Steht schon bei 9 Rebounds. Bamberg. Offensiv phasenweise gefällig. Aber defensiv ist das insgesamt zu wenig. Dreier, Hickman. Aber sie kämpfen sich wieder ran. Fechter sehnt sich der vierten Pause entgegen. Ohne Bray läuft es nicht ganz so gut. Hollins. Der ist von einer anderen Welt heute. Austin Hollins schlicht und einfach großartig. Aber Bamberg ist jetzt offensiv da.
Bryce Taylor. Julio. Christel ist zu schnell, das ist keine rhythmische Wurfbewegung, den will er einfach nur ganz schnell wegbekommen. Und Tyrese Rice ist derjenige, der in solchen Momenten auflebt. Der jetzt der sein kann, der für Bamberg übernimmt. Und das letzte Viertel, das steht ja erst noch an. Foul. Tyrese Rice, und das ist sein drittes. Und das ist keine schlechte Nachricht für Rasta Fechter, denn den braucht Große Bamberg unbedingt. Max Dileos Bruder. TJ, der hat heute verloren in Oldenburg. Ein bisschen nördlich von hier. Und Hertenhoff mit dem Putback. Und vielleicht gewinnt einer heute aus der Basketballfamilie Dileo. Und Hertenhoff hat sein Double-Double in der Tasche. Hut ab. Bamberg hat noch einen Angriff. Rice auf Harris. Und der dann raus auf Hickman. Guter Rebound Hickman. Rice hat natürlich die Uhr im Blick. Aber der fällt nicht mehr. 76-69. Rasta Fechter liegt, wie schon im ersten Viertel, 27 Zähler auf, teilweise mit 17. Los geht's mit dem Schlussabschnitt. Erster Ballbesitz für Fechter. Die Mannschaft hier mit einer 7-Mann-Rotation spielt und jetzt wieder mit Chris Carter als Power Forward. Hollins, der so exzellent antizipiert defensiv und dann eben auch die Athletik hat, um das Ganze umzusetzen, um die Hände an den Ball zu bekommen. Bamberg jetzt ohne Tyrese Rice. Mal schauen, wie sie das jetzt hinbekommen. Great. Hertenhoff hat sie sich gegen sich. Gutes Doppel von Heldmann, aber dann ist wieder die Leo da, der jedem freien Ball hinterhergeht. Rubin. Taylor, kein Pfiff. Und der Ball ist bei Hollins. Rubic steht übrigens immer noch bei 0 Punkten. Hertenhoff für 3 mit Foul. So langsam kann Fechter heute die, ich sage nicht Überraschung, denn es ist mehr für mich, die Riesenüberraschung schaffen. Was hat diese Mannschaft in dieser Spielzeit an Herz gezeigt? Ja, Fechter könnte eine Kultmannschaft werden in den Playoffs. Meiner Ansicht nach, ganz ehrlich, sind die schon die Kultmannschaft der Saison gewesen. Und Coach Aito von Alba Berlin, der ja mit seiner unfassbaren Erfahrung, mit seinen Titeln und allem sowas wie die Ikone der Trainer in der BBL ist, der hat gesagt, Rasta Fechter spielt unter Petro Kaljes den Basketball der Zukunft.
Und ihm steht auch eine große Zukunft noch bevor, Philipp Herkenhoff. Jetzt bekommt er seine Pause, wohlverdient. Bamberger Offense ohne Kylie Schreiber. Eine Frage, die wir in diesen Minuten beantworten bekommen. Rubin, das ist auf dem Scoreboard. Zwei Zähler. Für einen Mann, der zu Beginn der Saison aufgespielt hat, als könnte er für eine gute Euroleague-Mannschaft interessant werden. Aber in den letzten Wochen ist es bei ihm so ein bisschen nach unten. Dieses Champions League Final Four in Antwerpen, das war so ein Ereignis, was den Bamberger so ein bisschen die Luft aus dem Ballon genommen hat. Christen, auch der hängt sich heute wahnsinnig rein. Ray gegen Rubic. Will er im Alleingang erledigen? Nein, doch nicht. Da kommt der Pass. Julio hat noch 8 Sekunden. Der ist deutlich zu kurz. Und wieder Christen mit diesem unfassbaren Kampfgeist. Aber solche Punkte, die müssen sie mitnehmen. Die dürfen sie nicht liegen lassen gegen Bamberg. Hickman mit dem Dreier. Nur noch 15er Rückstand. Für den Pokalsieger. Und jetzt muss die Leo raus. Der hat hier bislang bis zur kompletten Erschöpfung gekämpft. Paul Zizis. Rasterfechter geht mit unfassbarer Konsequenz zum Offensivrebound und Bamberg kann das zum Teil wirklich nicht kontrollieren und mit Foul stoppen. Klasse Durchstecker auf Holland. Dieses kongeniale Duo bei Asta Fechter. Zeichen verantwortlich für die Zähler. 80 und 81. Vielleicht sehen Sie es im Hintergrund oder haben es gerade gesehen. Max Di Leo ist da behandelt worden. Sah fast schon eher aus wie ein Krampf und nicht wie eine Verletzung. Holland. Gegen Rice. Und das ist das vierte Foul von Tyrese Rice. Und der Schlüsselspieler von Brose Bamberg ist mit 4 Fouls belastet. Und der Rego muss jetzt entscheiden, rauslassen oder rausnehmen. Ich bin jetzt nicht an seiner Stelle. Ich würde ihn nicht auswechseln. Ich würde Tyrese Rice auf dem Parkett lassen. Und genauso, glaube ich, will es Federico Perego auch händeln. Duell der beiden jüngsten Trainer in der Liga. Perego 34 gegen Kajes 35. Christen. Ja, nach solchen Offensiv-Rebounds wäre es hier und da mal sinnvoller für Rasterfechter, den Ball zu kontrollieren, ihn wieder rauszubringen. Rubin will das Foul. Weiß auch und ich glaube, da haben sie recht. Diese Aktion wäre aus meiner Sicht heraus ein Pfiff wert gewesen. Foul von Nikos Zizis.
Bamberg, der hat sich nicht verletzt. Der läuft zurück. Der hat da schon die Schmerzen des Krampfes. Und positiv für Rasterfechter, keine weitere Verletzung. Und vielleicht die Chance, dass er heute nochmal zurückkommt. Wir werden sehen. Hollins. Austin Hollins, Saisonrekord 30 Punkte. Was für eine Vorstellung. Komplett on fire. Tyrese Rice mit 4 Fouls. Aber eben auch mit dieser unfassbaren Klasse. Bray. Herkenhoff gegen Zizis. Das letzte Mal konnte sich Zizis nur mit dem Foul helfen. Auch hier setzt sich Herkenhoff durch. Klasse Leistung von Philipp Herkenhoff. Man muss der Fechter Mannschaft einfach ein Riesenkompliment machen. Ganz egal, wie dieses Spiel ausgeht, wie sie hier heute rausgegangen sind, wie sie an sich geglaubt haben, wie sie diese Mentalität, wir schaffen das, trotz der Umstände, verinnerlicht haben, das ist schon Wahnsinn. Leo ist zurück und bekommt Sprechchöre von den Fans. Einwurf durch Nikos Zizis. Fehler zu lang. Gut aufgepasst von Bryce Taylor, aber der Ball ist im Aus. Ich weiß nicht, ob Bamberg weiter bei diesem hohen Pick-and-Roll switchen sollte. Weil es funktioniert immer wieder, dass der Ball zu Herkenhoff geht. Ich weiß, jede andere Verteidigung ist auch schwierig gegen TJ Bray als Ballhändler, weil er eben dann fast schon perfekte Entscheidungen trifft. Nächste Aktion, wieder Switch, wieder Herkenhoff gegen Zizis, aber diesmal spielt der von mir gerade noch so hoch gelobte TJ Bray einen doch eher unsinnigen Pass. Rice gegen Hollins. Gut verteidigt von Hollins und dann der Ball gewinnt. Austin Hollins, der hat heute nicht nur 30 Punkte eingetütet. Der hat, wir haben es hier in dieser Sequenz gesehen, auch super verteidigt und dann begeht Hickman das Foul. Hollins im Übrigen auch noch mit 6 Rebounds. Sieben Dreier hat er heute getroffen bei 12 Versuchen. Auch das ist ein Saisonrekord für Hollins. Aber dass der überhaupt 12 Dreier hier wegbekommt, das kann eigentlich nicht sein. Das darf Bamberg nicht zulassen. Ray mit einem Double-Double, 14 und 11. Double-Double. Natürlich auch von Herkenhoff, 15 und 10. Und trotzdem ist dieser Mann hier an der Linie. Max Di Leo, für mich einer, den ich von der Bedeutung her mindestens genauso hoch heute ansiedeln würde. Weil er wieder mal mit seinem unglaublichen Willen, mit seiner Bereitschaft, sich aufzuopfern, dieser Mannschaft den Weg gewiesen hat. Bryce Taylor. Durch ist das Ding noch lange nicht. 3,35, 88, 80. Bamberg wieder mit dem Switch. Jetzt haben wir Herkenhoff gegen Rice. Aber Christen sagt sich, heute ist der Tag der Dreier. Was soll ich denn die Murmel nach innen passen? Schmeiß ich doch selbst nochmal ein Ding von jenseits 6,75 durch den Korb.
Elias Harris, Topscorer bei Brose Bamberg, mittlerweile mit 21 Punkten. Freier Herkroff, Pass. Und jetzt ist hier im Raster doof. Aber sowas von die Hölle los. 2:43 vor dem Ende. Einer der wichtigsten Ansatzpunkte für Federico Ferrego und sein Trainerteam vor Partie Nummer 2. Und Fechter macht genau das Richtige. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt die Identität, die diese Mannschaft hat, weiter fortführen. Zieses gegen Hollins. Bryce Taylor. Neben Rice und Harris, definitiv der beste Bamberger heute. Jetzt bei 17 Zählern. Auch er hat den Ball stark geworfen. Eigentlich wie ein Rastaner. 4 von 7 von der 3-Punkte-Linie. Müsste Ballbesitz Bamberg sein. So ist es auch. 125 Sekunden. Trennen Rastafechter vom ersten Playoff-Sieg in der Vereinsgeschichte. Gutes Ballmovement in Bamberg, aber dann vergibt Nikos Zizis den Dreier. Also der Plan von Bamberg ist jetzt klar. Rice soll penetrieren, rauskicken und darüber will man über Dreier in der Restspielzeit diesen Rückstand noch aufholen. Aber ob das noch funktioniert, ich glaube es nicht. Wieder ist die Bio da, aber es sind jetzt auch nur noch 2 Sekunden zum Wurf. Der ist zu spät. Moritz Krüpper zeigt an, er ist zu spät. Pedro Calles und Philipp Herkroff fordern von den Schiedsrichtern, geht doch bitte mal zum Kampfgericht und schaut euch das in der Wiederholung an. Aber das tun sie nicht, sind sich also relativ sicher. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung korrekt war. Und die Leo, der hier nochmal den Pass spielt, da sehen Sie schon wieder, wie er danach humpelt. Der muss wieder raus mit seinen Krämpfen. Aber ist von ihm heute fast schon, ich mag solche Begriffe eigentlich, aber fast schon eine heldenhafte Vorstellung. Und jetzt machen die Schiedsrichter doch den Videobeweis, ob der Korb noch zählt. Und der Ruster Dome mit der Standing Ovation für Max de Leon. Definitiv zu spät. Korb kann nicht zählen von Herkopf. Geht weiter mit Einwurf Bamberg beim Stand von 94 zu 85. Bamberg versucht es jetzt selbst klar. Bryce Taylor ist jetzt nicht hier. Gray hat ihn. Und jetzt kann man so gut wie den Deckel drauf machen auf diese Begegnung. Herkenhoff. Gefault von Hickman. Nochmal Freiwürfe für Philipp Herkenhoff. Den konnten sie überhaupt nicht vom Brett fernhalten. In den letzten beiden Hauptrundenspielen hat er ja stark aufgetrumpft. Klar, auch weil die großen Leute gefehlt haben. 14 Punkte gegen Gießen, 13 in Ulm. Aber heute
Da hat er noch einmal drauf gesetzt. Sein Career High erzielt bei Punkten und bei Rebounds. Ein Double-Double mit 20 Zählern im Alter von 19 Jahren. Dieses. Rollins hat ihn. 3 gegen 1. Und das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Hollins tut sich dabei diesen Play weh, kommt schwer nur auf die Beine. Das Ding ist eigentlich gewonnen und dann wollen sie nochmal zaubern. Und wenn er sich da jetzt wirklich was geholt hat, was ihn aus der Serie nimmt, das wäre hammerhart. Chris Carter sitzt schon auf der Auswechselbank, um Hollins rauszunehmen. Und auch er bekommt eine Standing Ovation. Da sehen wir nochmal die Verletzung. Und es war die erste Auswechslung von Austin Hollins in dieser Partie. Bis dato hat er durchgespielt. Der Mann des Spiels. Weiß nochmal. Die Schlussrede ist da. Rasta Fechter gewinnt verdient. Mit 96 zu 85 gegen Rose Bamberg, weil die Mannschaft trotz des erheblichen Defizits